Shikidvaja ist der Name eines Königs, der ein guter Schüler war und der durch die Lehren seiner Frau zum Selbstverwirklichten wurde. Shikidvaja, die Geschichte von Shikidvaja und seiner Frau Chudala, auch Chudulai genannt, aber meistens sagt man Chudala. Die Geschichte von Shikidvaja und Chudala findest du im Yoga Vasishtha beschrieben. Shikidvaja war ein guter, ein tugendhafter König. Shikidvaja dachte aber, er selbst war ein guter König und war ein bisschen stolz auf sich. Shikidvaja hatte eine Frau namens Chudala und die sagte dem König, O König, es reicht nicht aus, nur Gutes zu tun. Es gilt, dass du die höchste Verwirklichung erreichst. Alles, was du hast, wird irgendwann mal zu Ende sein. Der König sah das zunächst nicht ein, aber durch eine List seiner Frau erreichte er Vairagya, tiefe Verhaftungslosigkeit. So verließ er das Königreich, um einen Guru zu finden. Er fand aber keinen Guru und so wandelte sich Chudala, die eine große Yogini war, um und nahm die Gestalt eines Swamikumbhas an. In der Gestalt als Swamikumbha lehrte sie Shikidvaja die Grundprinzipien des spirituellen Lebens und führte so Shikidvaja zur höchsten Gottverwirklichung, Selbstverwirklichung, Atmanjana, Brahmanjana. Und so kehrte Shikidvaja wieder zurück an den Hof, wurde wieder König und regierte mit Chudala das Königreich weiter. Das war jetzt sehr verkürzt, die Geschichte von Shikidvaja und Chudala. Du kannst sie ausführlicher finden, wenn du auf die Internetseiten gehst von Yoga Vidya, www.yoga-vidya.de. Und dort gib ein Shikidvaja oder Chudala und dort findest du mehrere Vorträge, Videovorträge zum Thema. Es gibt auch einen recht langen Vortrag, wo du die Geschichte reichlich ausgeschmückt hören kannst. Eine große Inspiration für deine spirituelle Praxis. Shikidvaja, Name eines großen Königs, der durch seine Frau zur Selbstverwirklichung geführt wurde.